Hallo Leute, ja, wenn ihr euch merkt, hä? Er war gerade bei Selfie Source. Nein, ich bin kurz noch zu Dorothea gegangen, um irgendwas zu gucken. Und dann ist jetzt plötzlich das hier gekommen und jetzt machen wir mal weiter hier. Ich grüße dich, Heldenstein von Kalaila. Hihihi, ich glaube, ich nenne dich lieber bei deinem Namen Roxas. Was ist denn los, Gori-Gori? Bist du gekommen, um meine Unterhaltung mit Roxas zu stören? Gut, gut. Ich wette, du hast nicht gewusst, dass Prinz Vado derjenige war, der Gori-Gori mitbrachte. Er war einmal auf der Stadtbesuch hier in Kalaila und hatte Gori-Gori dabei. Er war so nett zu mir. Er war einfach ein wunderbarer Anblick, dass ich meinen Augen nicht abwenden konnte. Das Lächeln auf Prinz Vados Gesicht werde ich niemals vergessen. Noch in derselben Nacht wurde er von einem Menschenmörder angegriffen. Danach ist er verschwunden. Ich habe überall nach ihm gesucht. Aber ich fand nur Gori-Gori. Gori-Gori wurde für mich ein Ersatz für Prinz Vado. Deshalb habe ich auch so schreckliche Angst jedes Mal, wenn er abhaut. Es ist, als würde ich Prinz Vado erneut verlieren. Tut mir leid, dass ich nur unterwegs am Reden bin. Kümmere dich nicht darum. Du hast auch für mich gelächelt. Diese Augen und das Lächeln, genau wie Prinz Vado. Diese Wärme umschließt mein Herz. Danke, dass du hier warst, um dich mit mir zu unterhalten. Unterhalten hast, meine ich, Roxas. Bitte komm bald wieder. Ich will dich auf keinen Fall zwingen. Aber allein schon mit dir reden zu können, macht mich sehr glücklich. Versprich mir, dass du zurückkommen wirst, Roxas. Okay, jetzt bin ich wieder zurück. Reden. Okay. Reden. Hä? Okay. Ja. Okay. Ich speichere mal nach langer Zeit. Es muss auch mal langsam Zeit sein. Oh, okay. Seit 2 Stunden haben wir nicht mehr gespeichert, okay. Okay, jetzt geht man einfach mal weiter. Wir sind. Okay, wieder da. Yeah, aber was soll ich jetzt machen? Ich weiß es momentan nicht, was ich machen soll. Ich spreche mal Rex an wieder. Vielleicht sagt er was dazu, vielleicht auch nicht. Zeigen. Objekte. Puppe. Ach, fick dich doch. Ach, ich hasse es. Die Scheiße. Nein. Ja, wo soll ich jetzt hin? Wo zum Teufel soll ich hin? Ich habe fast alles schon gemacht. Okay, und du? Reden? Ist von meiner Schule 2. Ich werde. Ja, okay. Er hat sich nicht geändert, okay. Was gibt's hier zu sagen? Reden? Ach, verdammt, die haben nichts zu sagen. Ja. Okay, ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Gehen wir mal zu Barclays Festung. Vielleicht ist da irgendwas. Okay. Die Musik ist aber geil. Ich gehe einfach mal da weiter. Vielleicht kommt da irgendwas. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass was kommt, weil... Was soll ich da machen? Jetzt kommt eigentlich nur dieses Turnier und danach kommt was? Ich weiß es nicht. Dieses Spiel hat sowieso zu viele Zeitquests. Stirb doch hier. Ach, ich bin hinter ihm noch gekommen, ganz schnell. Ja, raste aus, du unfähiger Bastard. Du Drache mit Ei auf Kopf, geh weg. Okay, jetzt gehe ich mal in die Wagnis-Festung. Vielleicht ist da was, vielleicht auch nicht. Okay, ich gehe mal rein. Wir gehen mal nach links. Ist da was? Anscheinend wohl nicht. Okay. Ist hier was? Ach, ein... War er davor auch schon da? Warte, was ist das für ein Minotaurus? Also ein Moorloch. Ein Moorloch?
Okay, ich töte mal alle. Vielleicht kommt da was. Okay, ich töte jetzt ihn mal. Ein Morloch? Egal, ich töte ihn mal. Ist da was noch? Okay, anscheinend wohl nicht. Lass mich durch. Okay. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Vielleicht ist da was. Ist das einer von diesen Gauros oder wie die noch heißen? Orabas. Wieso kommen da jetzt durch den neuen Gegner? Orabas. Okay. So. So, umbringen, umbringen. Ja, umbringen macht Spaß. So, so, so. Okay, Orabas. Orabas, okay. Ich gehe jetzt mal nach oben. Warte, nein, nein, nein. Es gibt noch einen anderen Weg, ja. Die Treppe hoch und dann rein. Den wir da ja auch mal ausprobieren. Hä? Ich verstehe es nicht. Ach, egal. Ich gehe einfach mal runter. Und gehe mal hier weiter. Und was gibt's hier? Ach, diese dumme Schildkröte. Ja, die hat sich nicht ge... was? Okay, was gibt's hier? Ach, da hat sich auch nichts geändert. Okay. Durchlassen, dankeschön. Das wollte ich nicht, aber wir sehen uns gleich wieder. Okay, wieder da. Ich habe nur kurz die Eishöhle wieder untersucht, um zu gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Und anscheinend wo habe ich nichts da vergessen. Ach. Diesen Weg soll ich denen zeigen. Nein, wir sehen uns in der Stadt wieder. Okay, in der Stadt wieder. Aber was soll ich machen? Ach, ich gehe wieder schlafen. Ausruhen. Super. Noch 4 Tage bis zum Turnier. Wohin gehen wir heute? Ja, das will ich auch wissen, weil ich weiß es nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Weil ich schon alles gemacht habe. Okay, hier ist nichts. Oder vielleicht auf dem Friedhof. Okay, anscheinend wohl nichts. Verdammt, was soll ich jetzt noch machen? Ah, ich habe eine Idee. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, die Idee hat sich aufgelöst. Wir reden mal mit ihm. Reden. Was magst du denn? Vielleicht kommt auch eine Sidequest mit ihm. Was magst du denn? Vorlieben, Keks und Kuchen. Achso, Keks und Kuchen, zeige ich ihn dann mal. Zeigen. Objekte, Kekse, dass du ein bisschen schlauer wirst. Okay. Ja. Ich gebe dir noch einen Kuchen, dann wirst du dich richtig darüber freuen, glaube ich. Objekte, Kuchen. So, so. Kommt jetzt irgendwas? Ja, kommt was? Gut, gut. Hallo, Oxus, bist du hier, um über Blumen zu sprechen? Ja. Ach ja, ich glaube, dass Blumen uns Hinweise zu unserem Leben geben. Hä? Erinnerst du dich noch, dass jede Blume ihre eigene Bedeutung hat? Ja. Ob du deprimiert, betrübt oder durcheinander bist. Sieh einfach auf eine Blume und merk dir ihre Bedeutung. Es ist wirklich ziemlich seltsam. Egal wie verloren du dich fühlst, die Antwort fällt dir sofort ein. Das hat mich schon oft gerettet, als ich meine Romane schrieb. Hust, hust. Tut mir leid, ich habe ein schwaches Herz. Ich fange an zu husten, wenn ich eifere, was? Keine Sorge, seitdem ich nach Kalele gekommen bin, geht es mir ein wenig besser. Zu Hause gab es nicht viele Blumen. Es ist zu kalt oben im Norden, wo ich ursprünglich her bin. Ich glaube, ich kann es dir sagen, aus dem Waisenreich. Ich bin fortgelaufen, um den Krieg zu entkommen. Dieses Land ist verrückt geworden, besonders seit diesen Wehrmann,
Premierminister geworden ist. Hust, hust. Okay. Tut mir leid, ich hätte meine Stimme nicht erheben sollen. Wie auch immer, hüte dich vor dem Reich, besonders vor Wehrmann. Man weiß nie, was er als nächstes auf Lager hat. Puh, vor lauter Reden bin ich ganz müde. Danke fürs Zuhören, Roxas. Lass uns einmal wieder über Blumen reden. Bis dann. Okay. Ja, okay. Kann ich jetzt in diesen Waisenreich reingehen? Vielleicht kann ich das jetzt. Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt bin ich nur noch eine Person, die ich noch unbedingt sprechen will. Okay. Nein. Was hast du für Vorlieben? Hütte, Haarschmuck, Brillen, Flügel, Süßigkeiten. Okay. Zeigen. Ich zeige ihm mal ein paar Sachen. Vielleicht mag er die ja. Gesicht. Brille. Ja. Okay. Zeigen. Zubehör. Kopf. Wo ist der Haarschmuck, den ich habe? Hier. Ja, ist klar. Ah, jetzt kommt was, ich wusste es. Hey, warum zeigst du immer die kalte Schulter? So interessiert sich niemand für dich. Als ich jung war, liefen mir die Damen aus der ganzen Stadt nur so hinterher. Siehst du, ziemlich beliebt, was? Die Wahrheit ist, dass ich eine spezielle Hilfsmittel habe, um mich beliebt zu machen. Willst du wissen, was es ist? Das könnte ich wetten. Es sind Kräuter, aber du brauchst Gras, um sie zu machen. Vielleicht kannst du das Rezept in der Nähe des örtlichen großen Baumes finden. Östlichen großen Baumes? Das Gras müsste bei dem verlassenen Haus finden können. Willst du losgehen, um es zu finden, jetzt, wo ich es dir gesagt habe? Du würdest mich zurücklassen, um Beliebtheit zu erlangen. Wenn du fündig wirst, teilst du es doch mit mir, oder? Da ich dir davon erzählt habe, ist es das Mindeste, was du tun kannst, mich beliebter zu machen. Reden? Sind Kräuter. Finde in der Nähe des... musst du bei dem verlassenen Haus finden können. Okay, da gehe ich mal zu diesem verlassenen Haus. Aber ich glaube, ich habe das schon, oder? Als ich gegen Menja so ein Theaterstück gemacht habe. Aber gucken wir mal, vielleicht ist es ja da, vielleicht auch nicht. Und Kamui hat ein schwaches Herz. Herz meine ich. Warte, verlassenes Haus, ist es hier? Hoch mit uns. Ich weiß, Leute, es gab nichts Spannendes hier, aber was soll man machen? Ah, ich wusste es doch, ich habe das Gras schon. Und wir sehen uns bei Fist wieder. Okay, es geht weiter. Ich habe noch ein bisschen Mana gesammelt. Bevor ich ihnen das gebe, weil sonst muss ich ja wieder dahin gehen und so alles. Es gibt noch nichts Besseres. Was? Reden? Hä? Zeigen? Objekte? Gras? Okay, das hier. Hör auf den Meister, du kannst nicht immer das Gleiche verschenken. Wenn du immer das Gleiche vergibst, weil... Nimm, wenn du ein wenig Zeit vergehen lässt... was? Okay, wartet mal. Okay, den Marker verstehe ich einfach nicht. Der wollte Gras haben, ich wollte ihm geben, aber wenn er nicht will, sein Problem. Ich zeige ihm ein bisschen Flügel. Okay, jetzt reden. Okay, zeigen. Jetzt zeige ich ihm ein bisschen Kekse. Es gibt nichts zu besprechen. Okay. Ey, was zum Teufel soll ich jetzt machen? Ah, es gibt nichts, was ich machen kann. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ah, verdammt. Ich gehe wieder schlafen. Okay, wo gehen wir heute hin?
Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.